In der dritten Runde des DFB-Pokals für Frauen spielte am Sonntag der BV Kloppenburg gegen den deutschen Meister und ehemalige Champions League-Gewinner VfL Wolfsburg. Vor einigen Jahren war Wolfsburg auch Gegner von BV Kloppenburg, da der BV Kloppenburg damals in der ersten Bundesliga spielte. Im damaligen Spiel waren mehr als 2000 Zuschauer da, am Sonntag 488. Der Tabellenführer der ersten Bundesliga war klar Favorit gegen den 5. Platzierten aus der zweiten Bundesliga. Wer wahrscheinlich dieses Spiel gewinnen würde, war klar. Doch wie der Platz am Ende des Spiels aussehen würde, das war die Frage. Denn auch diesen Platz, der sowieso nicht so gut ist, hatte auch gelitten unter den Wetterbedingungen. Anstoß der BVC. Und gleich war klar, dass es ein einseitiges Spiel werden würde. In der ersten Spielminute Janette Jakobi, Vorlage, der BV Kloppenburg kann klären. Nächster Angriff, das war kein Elfmeter, sagt die Schiedsrichterin Marina Wozniak. Doch es bleibt Anstoß, aber Torhüterin Nienke Althoff. Und die erste Beschädigung am Rasen. Ara Dickemann, Torhüterin Nienke Althoff. Es passierte nicht oft, aber hier der BVC auf die Hälfte von Wolfsburg, Freistoß. Wolfsburg kann einfach klären. Dann sind wir in der 27. Minute. Wolfsburg über links, Ball kommt zu Lara Dickemann und es steht 0:1. Schöner Kopfball. Drei Minuten weiter in der 30. Minute. Tara Günnardotti, tolles Tor zum 0:2. Nächste Chance für Wolfsburg, Torhüterin Nienke Althoff, beste Spielerin bei der BV Kloppenburg. Auch Wolfsburg spielte nicht gut, aber das lag wahrscheinlich an dem Platz. BVC hat Mühe, Ball wegzubekommen, aber am Ende gelingt es. Der Platz sah nicht so schlecht aus, aber war doch schwer bespielbar. Auch das wurde keine Chance für den BV Kloppenburg und musste jetzt aufpassen für die schnelle Umschaltung der Wolfsburgerinnen. Doch das sah auch nicht so gut aus. Und dann war es Halbzeit, eine gerechte 2:0 Führung für den VfL Wolfsburg. Die zweite Halbzeit. Wolfsburg machte in der zweiten Halbzeit weiter, wo sie mit in der ersten Halbzeit aufgehört waren. Angreifen. Obwohl die Sonne sich sehen ließ, stand da ein eiskalter Wind und war es für die Zuschauer ungemütlich. Und man konnte sich nicht warmen an diesem Spiel. Gut gemacht an der Blässe. Vorlage und fast das 0:3, aber abgepfiffen abseits. Kurze Nachfreistoß der Net Jakobi und wiederum abgepfiffen Foulspiel. Das sah gefährlich aus, doch Torhüterin Nienke Althoff. Und auch hier die Kloppenburger Torhüterin. Nach genau einer Stunde Spielzeit die erste Chance für der BV Kloppenburg. Anastasia Moraitu auf
Agnieszka Winshow, sie rutscht weg. Doch der BVC bleibt im Ballbesitz. Guter Pass Daniela Löwenberg. Auf Lisanne van der Wall. Sie dreht sich gut weg. Doch da kommt noch ein Bein dazwischen. Das war eine große Chance, aber gut verteidigt. Dann wieder Wolfsburg. Ball wird abgeschlagen. Kommt bei Lara Dickemann. Sie versucht es. Gut gehalten. Nienke Olthoff. Direkt genommen, Ella McLeod und es steht 0-3. Wenn es noch nicht entschieden war, dann war es jetzt und der BVC war kurz angeschlagen. Denn nur eine Minute später. Erst gut gehalten, linke Orthoff. Aber kommt vor, Alexandra Bob mit Kopfball rückwärts, 0-4. Ella McLeod, Nienke Olthoff, doch der Ball bleibt im Besitz von Wolfsburg und es ist Alexandra Bob in den Schlenzer, 0-5. Und es wurde fast noch ärger unter BVC, aber Nienke Olthoff. Dann noch einmal der BVC vor Kloppenburg. Wurde fast ein Schuss. Vanessa Bernauer, gut gespielt, auf Christine Binde, legt den Ball vor, doch ein Oppenburgers Bein, es bleibt beim 0-5 und das wird auch der Endstand. Ein klarer und gerechter Sieg für VfL Wolfsburg, das ist eine Nummer zu groß für der BVC Kloppenburg, aber es war schön, um gegen eine Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer.